Kleine Warnung vorab, das Video hat ab der Mitte des Videos ungefähr keine Facecam mehr. Was nicht meine Schuld ist, ich habe die einfach weggemacht, weil die zu asynchron geworden ist. Dass die asynchron wird, ist nicht mein Problem, das liegt an Adobe Premiere, also das Programm, mit dem ich schneide. Das macht die Facecam jetzt wieder asynchron. Das war eigentlich gefixt, das Problem, aber jetzt ist es wieder buggy und es ist einfach furchtbar und ja, es ist wirklich nicht cool. Deswegen ist das Video ab der Mitte ungefähr ohne Facecam. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich find's auch scheiße, aber es geht jetzt nicht anders. Und ich meine, lieber so als überhaupt nicht oder mit einer extrem asynchronen Facecam. Und es ist ein bisschen ärgerlich. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Ballo vs. Battle Royale Spiele. Cool. Und in der heutigen Folge spielen wir Zombs Royale. Das wurde mir in den Kommentaren vorgeschlagen. Mir wurden aber auch andere Spiele in den Kommentaren vorgeschlagen. Die werde ich auch alle spielen. Und falls ihr noch ein Battle Royale Spiel habt, was ich mal spielen soll, könnt ihr es auch jetzt in die Kommentare schreiben. Das Spiel ist so ein bisschen wie das Foes.io, was ich letztens gespielt habe. Beziehungsweise es ist ein bisschen wie Survive.io oder Swift.io, je nachdem wie man es nennt. Nur ich finde es ein bisschen cooler. Das, was mich bei Survive.io stört, ist, dass es einfach schlecht balanciert ist. Und okay, wow, ich springe richtig viele raus. Ich weiß noch. Und es einfach Scopes gibt, die einfach richtig overpowered sind und sowas. Und das gefällt mir nicht so. Und ich, gut, ich spring raus, Okay, ich spring raus. Das Geräusch ist ja cool. Gut, ich hab mal aber hart genagelt. Okay, das war knapp. Und in diesem Spiel gibt es halt keine Scopes und sowas. Sondern es geht halt, also ich meine, es gibt eine Sniper, damit kann man weit gucken. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist das schon relativ gut gebalanced. Es gibt einen Flammenwerfer. Ist eine legendäre Waffe. Okay, der hat nicht so eine krasse Reichweite, wie ich dachte. Ich meine, für ein Haus ist er wahrscheinlich ziemlich gut. Ja, da ist ja ein Typ. Da kommt ein anderes Typ rein. Ich komme jetzt hinterher mit einem Flammenwerfer. Die sich bekriegen. Nope. Der Flammenwerfer ist kacke. Der Flammenwerfer ist richtig kacke. Das Spiel gibt es übrigens auch fürs Handy. Also könnt ihr einfach mal Zombs Royale eingeben und dann könnt ihr im Grunde das Spiel auch auf dem Handy spielen. Und ich glaube, für ein Handyspiel ist schon, glaube ich, ein richtig geiles Handyspiel. Wenn man ganz ehrlich ist, es hört sich richtig an. Okay, ich denke mal, ich springe mal raus. Gehe aber ganz weit nach oben. Weil da oben ist ja eine Insel, wo noch keiner ist, glaube ich. Und ich fliege ja noch eine Weile und ich gehe mal einfach ganz weit zur Insel. Ah, ich bin der Snackbär. Hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, er hat mich eher gesnackt. Zwei P, das ist ein Raketenwerfer, ne? Ja, okay, der Raketenwerfer ist ja aber nicht so stark wie in anderen Spielen. Sonst in Spielen ist er ja mit die beste Waffe. Hier ist er eher... Okay. Nee, okay, er ist doch ziemlich overpowered. Ich habe ihn gerade gewonshottet. Okay, never mind. Es ist schon eine ziemlich geile Waffe. Hi, Bro. Hi. Der war irgendwie AFK. Keine Ahnung. Dann nehme ich mal lieber das Medikit mit, statt die Rauchgranate. Oh, hier ist eine legendäre Waffe. Flammenwerfer. Eine Flammenwerfer habe ich eben probiert, bin ich so richtig ein Freund von geworden. Was haben wir hier? Eine Waffe mit Reichweite, aber da komme ich irgendwie nicht ran. Zone kommt. Oh, was haben wir hier? Oh, ein Schild. Oh, cool. Also es orientiert sich eher an Fortnite als an PUBG. Das finde ich nett. Weil so ein... Oh Gott, da kommt die Zone. Hilfe, ist die schnell. Hilfe, das schaffe ich glaube ich nicht. Das schaffe ich glaube ich wirklich nicht. Ja gut, man muss halt auch treffen mit Raketenwerfer. Das ist so das Problem. Diese Kugeln kommen so weit. Was hab ich hier denn? Oh, das ist eine geile Waffe, die ich habe. Die feuerte richtig schnell. Okay, ist da einer auch hier im Gebäude? Nee, da ist nur ein Flammenwerfer wieder. Ich denke mal, ja, ich meine, der hat jetzt einfach geworfen, um abzulenken. Aber wird schon hier irgendwo sein, der Typ. Ich habe nicht so viel Leben, um jetzt hier krass zu engagen, aber... Oh, Zone kommt wieder, aber die ist jetzt langsam. Na, so. Nee, ich bleib lieber dabei. Was haben wir noch drin? Crap, crap. Okay, er hat auch irgendwas, was Boom macht. Schieß ich mal hier auf. Drei Leute noch, das ist wenig. Ich hab ihn... Was? Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn gut gelasert, aber er hat mich einfach gelasert stattdessen. Das Ding ist, ich habe eine Runde vorhin gespielt, um so ein bisschen reinzukommen. Und die allererste Runde habe ich gewonnen. Und seit ich aufnehme, einfach nichts, gewinne ich einfach nichts mehr. Und da unten ist halt einer am Looten einfach. Den habe ich geholt. Soweit kommt das nicht. Da unten ist halt auch noch einer. Es ist der Flammenwerfer jetzt gerade nicht verkehrt als Waffe. Oh Gott. Oh, der kommt nicht an, der kommt nicht an, der kommt nicht an, der kommt nicht an, der kommt nicht an. Oh, nicht cool, nicht cool. Ich habe ganz wenig Leben. Stirb, 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 stirb. Er ist halt im Gas, ne? Im Gas liegt Medikit und so ein ganzer Scheiß. Macht es Sinn, reinzurennen oder nicht? Da liegt so viel Crap. Ich will den... Nee, 4 Schaden, das überlebe ich nicht, das überlebe ich nicht. Mm, ich bin jetzt trotzdem reingerannt.
Aber ich habe mit dem Flammenwerfer ein paar Kills gemacht. Also. Okay, 2 Kills habe ich mit dem Flammenwerfer gemacht. Aber der ist schon okay in der Reichweite. Okay, ich nehme die Sniper wieder in der Hand. Oh Mann, 14 Leben. Oh no, das ist nicht gut. Da haben wir noch einen Raketenwerfer. Aber es macht Spaß, es macht wirklich Spaß. Also. Okay, das war ein ziemlich easy Kill. Es gibt eine Kaktusbombe, es gibt einen Kaktus im Spiel. Und ich heile mich erstmal hoch. Habe ich einen gesehen. Crap. Crap. Der Raketenwerfer ist echt Crame YouTube. Ja, der Raketenwerfer war die schlechte Waffe. Also ich hätte jede andere Waffe nehmen sollen. Also der Raketenwerfer macht in Gebäuden Sinn. Ich glaube, in Gebäuden ist der Raketenwerfer richtig stark. Auch der Flammenwerfer ist da richtig stark. Ja, aber sonst sind die Waffen, glaube ich, gar nicht so nützlich im Spiel. Ich hätte die Kaktusbombe werfen sollen. Rot! Die ist mystisch! Rot ist der höchste Seltenheitsgrad. Krasser geht's nicht. Ja, den mache ich fertig. Ja, easy. War ein easy Kill. Yo, und ich habe eine richtig nasse Waffe jetzt schon mal. Okay. Ja, das war knapp. Er hat halt eine richtig krasse Waffe gehabt. Ja, das ist cool. Ich bin schon direkt drin im Spiel. Halt komplett mit Loot und allem. Ich habe eine mystische Waffe. Ich freue mich über mystische Waffen. Hätte ich auch nicht gedacht. Richtig cool. Ich brauche aber noch mehr Heilzeug. Ich brauche ein bisschen Heilzeug zumindest. Aber wozu ist denn der Counter rechts? Weil da läuft jetzt ein Counter runter von 3, 2, 1. Aber die Zone ist ja schon lange gestartet. Das Gas nähert sich. Nee, das Gas hat sich schon lange genähert. Ist schon da. Ist ja dann ein kleiner Bug anscheinend, ne? Oder soll das so sein? Ich habe keine Ahnung. Crap, er ist abgehauen. Ich bin Nahkämpfer mit meinen Waffen. Ich glaube, Fernkampf ist nicht so ganz meins. Ich brauche nochmal einen Verband irgendwo. Rechts ein Gegner. Kann ich mir holen? Ja, keine Chance. Keine Chance mit 40 Leben gegen einen Typen, der halt richtig viel Leben hat. 590 Damage gedealt, das ist eigentlich okay. Aber halt super ärgerlich, dass ich... Ja, Leben ist wichtig. Es ist so wichtig, wirklich auf die Zone zu achten, weil ich habe ja in der Zone ein bisschen Leben auch verloren. Okay, eigentlich will ich ja so lange spielen, bis ich eine Runde gewinne. Aber ich will einfach nicht, dass die Aufnahme 1000 Jahre geht. Deswegen sage ich, jetzt ist die letzte Runde. Egal, wie die ausgeht. Diese Runde wird auf jeden Fall ins Video kommen. Und ansonsten, es ist ein spaßiges Spiel. Es macht wirklich Bock. Könnt ihr euch ja, wie gesagt, einfach auch mal runterladen fürs Handy. Es ist schon sehr bockig auf jeden Fall. Ja. Na, dann lauere ich noch ein bisschen. Ich habe noch viel Leben, dann muss ich ja nicht hart engagieren. Ich habe ja okay Waffen. Das ist nicht übergeil, was ich habe, aber es... Oh, da ist ein Gegner. Ich habe ihn jetzt gut getroffen. Ich baue mir nochmal ein Mini rein. Da sind jetzt zwei Gegner direkt da unten. Okay, der hat kein Schild mehr, aber der hat eine Shotgun. Gut, haben gekillt. Was wird er denn? Hunting Rifle will ich nicht. Scar will ich nicht. Ich mache Raketenwerfer mit und nehmen wir hier eine Scar, das ist meine Munition. Die Hunting Rifle, oh Gott, hier lang. Geöffnet. Okay, wir leben noch, es leben nur noch 9 Leute. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger diese Runde. Aber kann man ja auch verstehen, wenn man auf Sieg spielt, darf man auch ruhig vorsichtig spielen. Meine Meinung. Allerdings, wenn die Zone kommt, habe ich ein Problem. Die kommt gleich. Und er killt mich und sich selbst. Okay, ja, das ist Zombies Royale. Ein spaßiges kleines Spiel. Wenn ihr weitere Vorschläge von Battle Royale Spielen habt, schreibt mir die auch mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.